Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem DRF-Interview. Unser Thema sind die wichtigsten Konjunkturtermine der Woche und die erläutert mit uns Thomas Arment von der HSBC. Guten Tag, Herr Arment. Ja, am Donnerstag, wird in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht. Mit was rechnen Sie denn hier, Herr Arment? Ja, wir können schon festhalten, dass die geopolitischen Spannungen einen klaren Belastungsfaktor für die deutsche Konjunktur darstellen. Insbesondere die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt wirken sich hier negativ aus. Und wir haben das festgestellt an den geringeren Auftragseingängen, die wir zuletzt gesehen haben. Das heißt, Unternehmen stellen ihre Investitionsentscheidungen zurück. Das betrifft vor allem das außereuropäische Ausland, aber auch aus der Eurozone selber und auch aus Deutschland merkt man eine Zurückhaltung, was neue Investitionen angeht. Und wir sehen es auch bei den Stimmungswerten, sowohl bei den Unternehmen als auch an der Börse, wo man eben erkennen kann, dass doch eine gewisse Skepsis zunehmend eintritt. Und das dürfte sich dann auch in den BIP-Zahlen niederschlagen. Wir rechnen nur in Anführungsstrichen mit einer Stagnation im zweiten Quartal, nachdem wir ja im ersten Quartal wetterbegünstigt ein sehr, sehr starkes Wachstum gesehen haben, 0,8% gegenüber Vorquartal. Für den Blick nach vorne ist interessant, dass wir eben schon sagen müssen, der optimistische Ausblick, den wir eigentlich haben für die deutsche Konjunktur, wird im Moment ein bisschen getrübt und steht dann eben unter Vorbehalt, je nachdem, wie sich die Lage in den Krisenregionen weiterentwickelt. Sollte sich das verschärfen, dann muss man den optimistischen Ausblick sicherlich etwas reduzieren. Anschließend wird es dann auch das EU-weite BIP geben. Auf was muss man sich denn hier einstellen? Ja, da haben wir zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Volkswirtschaften der Eurozone und auch in Europa insgesamt. Für das abgelaufene zweite Quartal kann man festhalten, Deutschland gerade besprochen, Stagnation. Italien ist wieder in eine Rezession abgekippt. Dafür Spanien zuletzt deutlich besser im Vergleich. Und auch Frankreich dürfte zumindest im Quartalsvergleich ein leichtes Plus aufweisen, sodass wir im Aggregat davon ausgehen, dass wir ein leichtes Wachstum generiert haben im zweiten Quartal. Und auch hier in der Vorschau muss man sagen, ja, wir sind konstruktiv mit der Erwartung moderater Wachstumsraten in den kommenden Quartalen. Allerdings nicht euphorisch, sondern eher dem Bild der EZB entsprechend, dass man sagt, ein leichtes Wachstum, aber eben möglicherweise nicht ausreichend, um dafür zu sorgen, dass die Inflation entsprechend zurückkommt, sodass die EZB da möglicherweise noch vor weiteren Maßnahmen steht. Abschließend noch ein Blick auf die andere Seite des Atlantiks, Herr Arment. Welche US-Konjunkturtermine sind denn in den nächsten Tagen von Bedeutung? Naja, wir haben aus den verschiedensten Bereichen Veröffentlichungen, die anstehen, sowohl was den Konsum angeht, als auch was die Investitionen von der Unternehmensseite angeht, sowas wie Einzelhandelsumsätze und Verbrauchervertrauen spielen da sicherlich eine große Rolle oder auch die Industrieproduktion, eben harte Daten zur Produktion. Per Saldo muss man sagen, sieht es jenseits des Atlantiks etwas besser aus, was das konjunkturelle Momentum angeht. Da haben wir im ersten Quartal ganz im Gegensatz zu Europa eben ein schwaches Wachstum gesehen. Das war eben auch durch das Wetter bedingt, in dem Fall negativ beeinflusst. Da haben wir einen deutlichen Rebound gesehen im zweiten Quartal. Die Zahlen sind ja schon gemeldet worden. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass sich das relativ solide Momentum auch in den kommenden Monaten fortsetzt. Wir rechnen mit einem Wachstumsmomentum in einer Größenordnung von etwa 2,5%. Das dürfte dafür sorgen, dass die US-Notenbank ihren Anleihekaufprogramm im Oktober einstellt oder bis Oktober noch fortführt und dann beendet. Und dann ist eben die spannende Frage, wann geht es Richtung Zinserhöhung in den USA? Wenn die Daten in den nächsten Wochen besser reinkommen, als wir das bisher unterstellen, dann könnte das auch etwas schneller vonstatten gehen. Wir gehen aber davon aus, dass es nicht vor der Jahresmitte 2015 der Fall sein wird. Ganz herzlichen Dank, Herr Arment, für Ihre Einschätzungen und ja, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hier bei einem DRF-Interview.